Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2020 Trainerkarriere. Ich bin am gleichen Platz mit gleichem T-Shirt. Das liegt daran, dass ich das immer noch hinter den letzten 3-4 Folgen aufnehme. Also konnte ich immer noch nicht auf eure Kommentare eingehen. Ich sage das immer nur am Anfang dazu, nicht, dass sich da einige wundern und den Kommentar immer und immer wieder schreiben. Ihr könnt mir gerne trotzdem Kommentare schreiben, so Daumen nach oben ist perfekt, wenn ihr das machen würdet. Und abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt, damit auch die Nutzer, die meine Videos schauen und noch nicht abonniert haben, auch mal Abonnenten werden. Das wäre nämlich ganz cool, weil es wird weitergehen mit dieser coolen Karriere. Wir haben 2 Spiele gegen Arsenal und gegen Union Berlin. Gegen Arsenal ist sehr, sehr schwierig, weil, es ist Champions League und Arsenal ist eine gute Mannschaft und wir spielen erst auswärts, das ist heftig. Gegen Union wird es aber auch schwierig, weil das oft so ist, dass man gegen Mannschaften wie zum Beispiel Union oder so ein schweres Spiel hat. Ich weiß noch, dass ich im Hinspiel mit Biegen und Brechen gewonnen habe, also bis zur letzten Minute stand es irgendwie so 0-0. Und ich habe dann irgendwie einen Konter oder 2 Konter gehabt und habe 1 oder 2-0 oder so am Ende noch gewonnen. Union hatte aber auf jeden Fall Pfostenschüsse und was weiß ich was und sowas. Also das war auf jeden Fall crazy. Das kann hier wieder so ausgehen. Und in der nächsten Folge, da spielen wir gegen Dortmund. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Also wir starten rein jetzt hier erstmal gegen Arsenal. Ob wir es schaffen und wirklich gut durchkommen in das Rückspiel mit guter Tordifferenz, weiß nicht, ob man das so sagen kann, mit guter Ausgangslage, sagen wir es einfach so, da reingehen können, wäre auf jeden Fall ganz nice. So, wir spielen auswärts in den weißen Trikots. Ja, Premier League Teams sind ja sowieso immer ganz gut. Entsprechend müssen wir jetzt hier aufpassen. Arsenal vielleicht. Boah. Vielleicht schlagbarer, wollte ich sagen, als andere Teams. Aber wird auf jeden Fall gefährlich. Man sieht es hier direkt mit einer guten Chance. Was mir natürlich nicht gefällt, aber eigentlich wichtig ist, wir kriegen in den letzten Spielen immer wieder Gegentore. Und das ist erstens scheiße und zweitens wäre es hier natürlich scheiße. Weil hier sind wir verpflichtet, Auswärtstore zu machen. Weil falls wir dann zu Hause Gegentore bekommen, dann haben wir ein richtiges Problem. Und dementsprechend, dass wir hier Auswärtstore machen und dann am besten keine kassieren, das wäre gut und das war eine Mega-Chance von Müller. Sehr, sehr schade, dass der nicht drin ist. Oh, Gnabry. Schön gemacht. Torwart hat, glaube ich, nicht ganz so damit gerechnet, dass ich schieße. Ich selber habe auch nicht damit gerechnet, aber ich habe es dann trotzdem einfach gemacht. Wieder eine gute Chance. Das ist, glaube ich, schon unsere dritte Ecke oder vierte sogar. Dritte, glaube ich. Da könnte jetzt mal langsam was draus werden. Lewandowski. Gut, 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 gut. Leider nicht drin. Millimeter fehlen da. Zentimeter, Millimeter. Irgendwie, die Ecken sind nicht schlecht, aber machen keine Tore dadurch. Ey, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Boah. Die erste ganz gefährliche Chance, also es gab auf jeden Fall ja schon eine Chance, haben wir ja gesehen. Aber die war viel, viel gefährlicher jetzt gerade. Mann ey, ich bin unglaublich unzufrieden. Ist das ein Dreck? Wir sind die Mannschaft, die gefordert sind. Wir müssen hier die Tore machen, die Auswärtstore, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben so viele Chancen, wir spielen so gut und wir machen sie einfach nicht. In der ersten Halbzeit 10 Schüsse, 7 aufs Tor, 65% Ballbesitz, fast 100 Pässe. Ey, und wir kriegen dieses scheiß Ding nicht rein. Ist das nervig, ey. Jetzt komm schon. Sané, Lewandowski endlich. Ja, Mann, man hat's gesehen, wir hatten ein bisschen mehr Platz als sonst. Aber es war dann doch wieder knapp. Robert Lewandowski macht endlich seinen Treffer. Der hatte ja schon ein paar gute Chancen, aber auch alle anderen hatten gute Chancen, also nicht nur er. Und endlich macht Robert Lewandowski das 1-0. Absolut überfällig, hochverdient und wer weiß nicht was noch alles. Und jetzt stellen die auf Offensiv. Das könnte jetzt gefährlich für mich werden.
Oh Mann, das kann doch nicht sein, oder? Zum zweiten Mal Latte. Ey, wir haben so viele Schüsse aufs Tor und die auf die Latte zählen ja nicht mal aufs Tor. Das heißt, wir hatten gefühlt nur 100%ige. Ey, nein, ich hab doch gerade abgezogen und dann schlage ich ein Luftloch, weil der mir den Ball abnimmt. Ist das doof. Ey, das ist immer das Gleiche, echt. Ist das lächerlich. Ist das lächerlich. Und es ist wieder das Gleiche. Ich wollte es noch sagen, als die Szene kam, die wird hoffentlich gleich eingeblendet, ich kam wieder nicht an den Ball. Ich meine, ich spiele jetzt schon relativ lang PES. Und ich weiß, dass ich genau bei dieser Szene normal zu 100% den Ball habe. Und immer, wenn ich ihn nicht habe, kriege ich instant danach ein Tor. Das ist quasi so gewollt. Oh, das kann nicht sein. Das ist so ein Scheiß. Also das 1-1 mitzunehmen wird schon gar nicht so einfach. Aber das bringt mir halt auch nichts. Das bringt mir absolut nichts. Und das ist auch total unverdient. Ja, es war abseits. Leck mich doch. Ja, Thiago schmeißt sich wieder hin. Thiago bleibt liegen. Das wäre übrigens noch ein cooles Feature für PES. Wenn jemand dann so liegen bleibt, was ja es tatsächlich ja schon gibt. Alter, ich wäre jetzt so ausgerastet. Neuer hat das zum Glück pariert. Das wäre ein cooles Feature, wenn die dann den Ball wirklich rauspassen, so auf Fair Play. Thiago steht wieder, der wird wahrscheinlich verletzt sein. Ich will zu dem Spiel nichts mehr sagen, das ist einfach unverdient. Okay, Thiago zum Glück nur 4 Tage verletzt. Dementsprechend dann bei Union nicht dabei, aber gegen Dortmund dann schon wieder. Bayern freut sich auf das Rückspiel, also ja, ich auf jeden Fall nicht. keine Ahnung, Mann, das ist so scheiße. Es ist richtig hässlich. Also das ist halt echt scheiße, weil ich habe meine Fitness jetzt runtergerattert. Ich meine, wir haben jetzt das Union-Spiel und dann ist erstmal wieder ein bisschen Pause. Aber wie gesagt, ich habe meine Fitness runtergerattert. Ich habe wirklich alles gegeben, um wirklich genau das, was ich angesprochen habe, zu erreichen. Eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel. Und wie gesagt, ich war so gut einfach. Man muss es mir einfach lassen, dass ich wirklich extrem konsequent und gut nach vorne gespielt habe und Gas gegeben habe wie ein Irrer. Und dann treffe ich 2x Pfosten. Der Torwart hält 10 Bälle. Ich schieße 5x so knapp vorbei. Und dann habe ich Glück, dass ich überhaupt ein Tor schieße und ein 1-0 mache. Und im Gegenzug dazu kriege ich das Tor von Arsenal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich gönne Arsenal es nicht. Sie hatten ja dann nach dem 1-1 noch ein paar Chancen, wo ich sage, da hätten sie es auf jeden Fall dann so vielleicht nochmal machen können. Aber im Vergleich ist es total unverdient und deswegen bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Union Berlin, auch eine Mannschaft, die nicht leicht zu bespielen ist, ist natürlich weiter unten in der Tabelle angesiedelt. Sorry, ich weiß nicht genau auf welchem Platz. Jedenfalls bin ich mal gespannt, was es gibt. Ein Sieg wäre auf jeden Fall nicht schlecht, damit wir die Punkte beibehalten. Da ich jetzt einfach mal frech davon ausgehe, dass Schalke gewinnt. Und wenn wir jetzt die Punkte beibehalten und dann theoretisch gegen Dortmund auch gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall schon auf einem ziemlich guten Weg Richtung Meisterschaft, weil wir dann ordentlich Abstand haben, vor allem dann auch zum dritten Platz. Schalke wird uns da immer noch ein bisschen im Nacken kleben, aber nicht ganz so krass. Und jetzt Lewandowski, jawohl, 1-0 in der 25. Spielminute, Robert Lewandowski. Ja, ich bin immer noch ein bisschen traurig natürlich von dem Spiel gerade eben. Ich will nicht aus der Champions League rausfliegen, ich habe mir viel Mühe gegeben und das hat nicht geklappt. Dementsprechend, ja, komisch bin ich in dieses Spiel hier reingestartet. Einige Kopfballmöglichkeiten,
aber alle ungefährlich. Das war jetzt die gefährlichste und die ist drin. Aber auch wieder ein Kopfball. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als im Hinspiel, denn da, wie gesagt, bis Minute 0 und da, wie gesagt, bis Minute 90, glaube ich, oder so, also gefühlt wirklich sehr, sehr spät, das 0:0. Und dementsprechend ist das schon mal schön, dass wir erstens sehr, sehr spielbestimmend sind und zweitens dann auch wirklich hier das Tor gemacht haben. Lewandowski mit der Hacke, 2:0. Ist ein bisschen glücklich, aber nehme ich mit. Warum nicht? Und dass Lewandowski auch mal ein paar Mal trifft, finde ich auch schön. Haaland ja sehr im Hype aktuell. Lewandowski ganz entspannt mit der Hacke. Nach Abpraller von dem Torhüter. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Und Lewandowski nochmal vor der Halbzeit. 2:0 gehen wir in die Halbzeit. Doppel Lewandowski. Wir gehen relativ oft 2:0 in die Halbzeit. Hier ist es halt wirklich so, dass Union gar nichts macht. Ich habe ein bisschen Angst, dass die jetzt in der zweiten Halbzeit zurückkommen. Aber 72% Ballbesitz, 8:0 Schüsse, 4:0 aufs Tor. Das ist schon heftig. Vor allem 72% Ballbesitz ist schon hart. Aber sie stellen auf jeden Fall schon mal von defensiv auf ausgewogen. Das heißt, man kann erwarten, dass sie es zumindest ein bisschen für kurze Zeit probieren. Wenn wir natürlich relativ schnell das 3:0 machen, dann sind sie hier aus dem Spiel raus. Falls nicht, dann kann es nochmal gefährlich werden. Ja, nicht ungefährlich. Erster Schuss von Union, erste Chance von Union. Neuer da. Lewandowski. Lewandowski immer wieder, Lewandowski immer wieder Kopfbälle. Aber zwei mehr waren es noch nicht, die eingesetzt wurden. So, 66. Spielminute. Haaland kommt, Tolisso kommt, Coman kommt. Coman und Haaland in letzter Zeit sehr oft gelobt. Tolisso auch ein guter Spieler. Dementsprechend bin ich gespannt, was jetzt hier noch geht. Ob wir das Spiel endlich entscheiden können oder ob Union tatsächlich nochmal zurückkommt. Also bisher sieht es eher so aus, als würde Union glücklicherweise hier wieder mal das 1:2 machen. Gibt einen Freistoß und ich muss wieder sagen, ich habe keinen Coutinho. Es ist einfach, wie es ist, scheiße. Also ich finde die Mannschaft so eigentlich gut, bis auf, dass ich keinen einzigen Spieler habe, mit dem ich einen guten Freistoß schießen kann. Außer Alaba, aber mit dem kann ich halt keinen schießen. Sané kann das leider auch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass Sané das kann. Er kann es nicht. Und Coman, und wir haben wieder Pech. Oh, Haaland. Und der Torwart Gikiewicz. Jetzt weiß ich, wie er heißt. Gikiewicz, der macht sich da breit. Boah, Coman, das ist so krass. Ich mag den so. Haaland, wieder Pfosten. Müller macht ihn dann rein. Es gibt's nicht. Zwei Spiele beinhaltet diese Folge und ich glaube, ich weiß nicht, wir hatten, ja doch, im anderen Spiel hatten wir zwei, dreimal, ich weiß nicht, zwei oder dreimal und jetzt auch zweimal. Also insgesamt vier, fünfmal Pfosten in zwei Spielen. Das ist stattlich, ja. Aber immerhin haben wir jetzt dieses beschissene 3:0 endlich gemacht. Das hat so lange gedauert. Ich wollte das 3:0 eigentlich relativ zügig nach der Halbzeit, weil dann hätte ich locker zu Ende spielen können. So habe ich bisher ziemlich gezittert. Und jetzt endlich in der 85. das Tor gemacht. Haaland nochmal mit der letzten Chance. Ich kann nichts mehr machen. Torwart Gikiewicz kam raus und die beiden Verteidiger haben mich ein bisschen umsingelt. 3:0 gewonnen, damit kann ich auf jeden Fall leben. Endlich mal zu 0 und Lewandowski mit zwei Treffern. Haaland mal ohne Treffer, auch nicht schlecht.
Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Mach endlich mal eine kleine Aufnahmepause. Ich habe immer gesagt, die habe ich schon aufgenommen, die habe ich schon aufgenommen, die habe ich schon aufgenommen. Jetzt mal eine Pause. Danke fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder mit rein. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.